So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Karuba von Rüdiger Dorn, erschienen bei Haber. Die haben bisher ja nur Kinderspiele gemacht primär und jetzt haben sie seit diesem Jahr angefangen, auch Familienspiele rauszubringen. Und das ist eins von den zahlreichen, die jetzt neu erschienen sind. Und ich möchte euch in dieser Videorezension einmal erklären, wie Karuba funktioniert, wie man spielt, wie man es aufbaut, wie man gewinnt. Und so, dass ihr im Prinzip, wenn ihr dieses Video gesehen habt, genau wisst, wie es läuft und wie es funktioniert. So, worum geht's? Prinzipiell haben wir jeder so ein Team von 4 Abenteurern, die durch den Dschungel durch wollen, um zu dem Tempel in ihrer Farbe zu kommen und dort den Schatz zu heben. Den Weg müssen wir uns erstmal freispielen mit diesen Plättchen, die wir hinlegen, womit wir uns einen Weg formen, wie wir zu dem Tempel hinkommen. Zwischendurch kann es sein, dass wir irgendwie noch Gold finden oder irgendwelche Diamanten und Juwelen. Und dafür gibt es Siegpunkte für das Erreichen der Tempel. Wer zuerst den Tempel erreicht, der nimmt sich den größeren Siegpunktchip. Wer zweiter da ist, bekommt dann den kleineren. Die Dinger hier sind auch nochmal Punkte wert. Und sobald entweder ein Spieler mit all seinen 4 Abenteurern seinen Tempel erreicht hat oder alle diese 36 Plättchen weg sind, ist das Spiel zu Ende. Das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Fangen wir mit dem Spielaufbau an. Zunächst nimmt sich jeder ein Set aus 4 Abenteurern und aus 4 Tempeln unterschiedlich. Dazu eine so eine Spielauslage. Und ein Set von 36 Teilchen, wobei ein Spieler quasi so der Expeditionsführer ist, der legt die einfach alle gemischt vor sich ab. Und die anderen Spieler, wie in dem Fall Dave, legen die am besten sortiert einmal so um den Spielplan, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, bis hier hinten dann 34, 35, 36 ist, sodass man einfach die Teile schnell findet, ohne lange suchen zu müssen. Außerdem legt man noch zu jeder Tempelfarbe die passenden Siegpunktchips raus, wie hier. Also ich habe auch schon einen Teil verlegt, deswegen habe ich hier bei dem nur den 5er. Aber im Spiel zu zweit immer den 5er und 3er Chip. Im Spiel zu dritt 5, 3, 2. Und wenn man zu viert spielt, dann kommen die Chips mit 5, 4, 3, 2 von jeder Farbe ins Spiel. Daraus bildet man so Stapel, wo dann immer die kleinere Zahl unten liegt, damit sich einfach wer zuerst bei so einem Tempel ist, zuerst einen Chip nehmen kann. Und schließlich legt man noch die Kristalle und Goldnuggets einfach irgendwo in die Tischmitte. So könnte dann das Spiel aussehen, bevor es losgeht. Es geht immer noch weiter mit der Vorbereitung. Und dann fängt ein Spieler an, nimmt sich einen Abenteurer und platziert ihn an irgendeinem Feld hier im Spielfeld ran, meinetwegen hier oben hin. Das machen jetzt alle anderen Spieler genauso. Dann darf der nächste Spieler in der Reihe einen Abenteurer nehmen und den 3 Felder entfernt, mindestens, kann auch mehr sein, irgendwo hinstellen. Das machen dann auch alle Spieler genauso und stellen ihn auf die genau die gleiche Gradzahl wie die anderen Spieler, sodass das im Prinzip bei allen immer gleich aussieht. Und das machen wir jetzt abwechselnd erst für die Figuren, so dass die dann so stehen, also bei beiden Spielern oder bei allen Spielern, die teilnehmen, genau auf den gleichen Positionen. Und das gleiche machen wir bei den Tempeln auch, so dass bei beiden Spielern die Tempel auf der gleichen Position stehen und im Prinzip jeder mit der gleichen Auslage spielt. So, ab jetzt spielt jeder Spieler im Prinzip für sich. Ich werde trotzdem noch die Anfänge erklären, damit das wirklich klar ist. Der Spieler, der Expeditionsleiter ist, nimmt sich jetzt irgendeines der Teile zufällig bei sich raus und ruft dann laut die Nummer aus. Also er sagt Teil Nummer 26. Jetzt sucht jeder andere Spieler bei sich aus der Auslage Teil Nummer 26. Deswegen haben wir das ja schön der Reihe nach sortiert, damit man das schnell findet. Wobei es bei dem Spiel nicht auf Geschwindigkeit ankommt. Aber es ist doch schöner, wenn man die schnell findet. Und darf auch dieses Teil jetzt entweder verbauen oder abwerfen, wobei am Anfang verbauen sinnvoller ist. Wenn ich ein Teil verbauen möchte, dann kann ich es irgendwo platzieren. Also ich könnte das zum Beispiel auch hier oben in die Ecke legen. Ich kann es hier direkt vorlegen. Ich kann es hier hinlegen. Das ist vollkommen egal. Ich kann auch, wenn das irgendwie so Teile sind, die hier so einfach nur 2 Ausgänge haben, könnte ich die auch so aneinander legen, dass der hier eine Sackgasse bildet. Das ist im Prinzip vollkommen egal. Wichtig ist nur, weswegen das eben eigentlich auch nicht ging, die Zahl muss uns immer angucken. Also man darf das nicht irgendwie so seitlich oder auf den Kopf legen, was hier bei der, bei dem Plättchen egal ist, aber bei anderen, wie eben gesehen, kann das entscheidend sein. Und das Ding platziere ich irgendwo meiner Wahl und dann liegt es da für den Rest des Spiels. Also ich könnte jetzt sagen, das Ding möchte ich zum Beispiel gerne hier hinlegen, damit ich da relativ viel Auswahl habe und dann liegt das da. Und Dave könnte jetzt sagen, nö, ich möchte das gerne hier in die Mitte haben, ich hätte das lieber da und dann platziert er es da ein. Also da spielt wirklich jeder für sich und das ist auch komplett unabhängig, was die anderen Leute machen, außer dass sie halt nachher vielleicht mehr Siegpunkte haben und dann gewinnen, weil sie mehr Punkte rausholen. So, und das ist eben der Grund, warum dieser Spieler hier so einen verdeckten Stapel hat. Er zieht einfach zufällig das nächste Teil und alle anderen nehmen das dann auch. Das hat sonst keinerlei Auswirkungen. Das ist nur, damit halt immer gewährleistet ist, dass wir immer andere Teile bekommen, dadurch auch immer einen anderen Spielplan haben und die Teile anders benutzen. Das heißt, jetzt, wenn das alle verbaut haben, das geht wie gesagt auch nicht auf Zeit. Man sollte natürlich nicht ewig brauchen, aber man findet da meistens schon eine geschickte Lösung. Würde ich dann wieder ein Teil ziehen und würde jetzt zum Beispiel dieses Teil hier ziehen, dann würde dann sagen 33. Jetzt sucht jeder bei sich die 33 raus. Und da ist ein Kristall drauf. Das heißt, wir nehmen uns einen Kristall aus dem Vorrat und legen den da erstmal drauf, sobald wir dieses Teil verbaut haben. Das heißt, da könnte ich jetzt sagen, ich lege das zum Beispiel hier unten hin.
So ein Dave hat das 133 natürlich auch so ein Kristall und den könnt ihr jetzt zum Beispiel hier hinlegen und dann liegt er da. Diesen Kristall müssen wir später noch einsammeln, da kommen wir gleich zu. Ich werde jetzt nicht immer noch das zweite Feld zeigen, weil das wird das Video unnötig in die Länge ziehen, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Jeder kann für sich bauen und jeder versucht natürlich, die meisten Punkte rauszuholen. So, dann würde ich wieder ein neues Teil ziehen, zum Beispiel hier die 22, das ist eine Kurve. Die würde man jetzt natürlich irgendwie gerne in eine andere Richtung drehen, darf man aber nicht. Die 22 muss einen immer angucken. Ich könnte jetzt auch sagen, ich werfe dieses Teil hier ab. Wenn ich das mache, gucke ich, wie viele Ausgänge habe ich. Das sind in dem Fall 2, es sind immer mindestens 2, 3, Maximum 4. Und so viele Schritte darf ich dann mit einer Figur vorgehen. Das heißt, ich könnte sagen, okay, den möchte ich nicht, werfe ich weg. Und dann gehe ich mit dem ein Feld vor, sammle den Kristall hier ein. Und mehr kann ich nicht, weil mehr Wege habe ich noch nicht entdeckt. Aber ich habe jetzt schon mal auf jeden Fall einen Kristall, der am Ende einen Siegpunkt wert ist. Dave könnte das da jetzt irgendwo bei sich eingebaut haben. Das ist mir egal. Sobald alle ihren Zug gemacht haben, ziehe ich das nächste Teil und habe jetzt hier die 17. Und da kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die 17 gerne hier einlegen. Jetzt verbauen wieder alle ihr Teil. Das überspringe ich jetzt immer. Ich baue jetzt einfach mal meinen Plan. Ihr könnt immer davon ausgehen, die anderen Spieler machen parallel das Gleiche und bauen die Dinger entweder ein oder werfen sie ab, um damit Schritte gehen zu können. Also entweder ziehe die 25, die könnte ich zum Beispiel hier hinlegen, dann die 3, die könnte ich dann einbauen und zum Beispiel hier hinlegen. Und ich muss eben bei dem ganzen Bauen noch immer darauf achten, dass ich niemanden einbaue. Also wenn ich das hier hingelegt hätte, dann hätte der jetzt zwar den Kristall einsammeln können, aber ich hätte den Braunen nie wieder zu seinem Tempel bekommen und ich hätte auch den Grauen nicht zu seinem Tempel bekommen. Also da muss man eben überlegen, ob es das wert ist oder nicht. Und ich denke mir jetzt, das soll's, ich werfe das einfach mal ab, um noch einen Schritt vorzugehen. Dann das nächste Teil lege ich mal hier hin, da kommt auch wieder ein Kristall drauf. Dann habe ich die 4 gezogen, die 4 lege ich einfach mal hier oben hin, kommt auch wieder ein Kristall drauf. Dann haben wir die 35, die ziehen wir, legen wir mal hier unten hin. Dann die 31, so ein gerader Weg nach oben. Den könnte ich jetzt zum Beispiel hier hinlegen, dann würde hier zwar eine Sackgasse entstehen, aber das wäre nicht schlimm. Das ist absolut legitim, ich würde dann hier einfach nur nicht weiterkommen. So, dann das nächste Teil. Ja, so eine T-Kreuzung, die ist zum Beispiel ganz nett. Die könnte ich jetzt zum Beispiel hier reinbauen. Dann habe ich die alle so ein bisschen miteinander verbunden und kann die jetzt ein bisschen mehr bewegen. Dann, oh, ein Goldteil. Gold ist natürlich super gut. Das legen wir mal hier, damit auch gesichert ist, dass wir das einsammeln können. Und legen da gleich so ein Goldnagel drauf. Dann holen wir uns die 29. Die 29, die spielen wir mal hier hin, damit wir da irgendwie rüberkommen. Und dann die 14, oh, die 14, die lege ich mal hier hin und hoffe, dass ich das dann auch alles einsammeln kann. Ich bin noch nicht so sicher, ob das hier ein guter Plan ist. Das sieht bisher ganz gut aus, aber vielleicht zerläuft sich das gleich, weil ich komme gar nicht an alles ran. Die 1. Die 1 spiele ich einfach mal hier hin, damit ich mit Gelb ein bisschen was machen kann. Und dann, ja, jetzt hätte ich schon zum Beispiel die 22 gebrauchen können, die ich vorhin weggeworfen habe. Das ist natürlich ärgerlich, aber jetzt ziehe ich einfach mal weiter und habe die 20. Ich sage einfach mal, ich schmeiße die weg und ziehe den gelben zwei Felder vor. Dann kommt das nächste Plättchen, die 16. Oh, wieder so ein Goldnugget. Die finde ich ja super gut. So, die 36. Ich sammle jetzt erstmal was ein. Und zwar gehe ich mit dem... Ich möchte schnell beim Tempel sein, ich gehe mit dem einfach zwei vor. Ich könnte jetzt auch die einsammeln. Wichtig ist immer, man muss dazu genau auf dem Feld landen. Drüber ziehen reicht nicht. Und wie man hier sieht, das werden schon immer weniger Teile. So, dann die 6. Das Ding sieht so aus. Das baue ich am geschicktesten mal. Ich könnte jetzt natürlich 3 mit einem Abenteurer vorgehen. Ne, ich baue das mal hier ein. Dann haben wir hier die 24. Oh, das sieht so aus, das muss das unbedingt hier hin. Und jetzt sollte ich mal zusehen, dass ich Abenteurer zu ihren Tempeln bekomme. Also die 13 ist natürlich wertvoll, aber schmeiße ich einfach mal ab und gehe mal hier 2 vor, habe dann das Gold noch eingesammelt. Dann haben wir hier die 9. Ja, die könnte ich jetzt natürlich hier einbauen, weil ich weiß nicht, ob ich mit allen ans Ende komme. Dann komme ich halt sicher mit dem Grauen zu seinem Tempel, dann ist nur der Braune absolut abgeschnitten. Aber ich glaube einfach mal, dass ich das eh nicht schaffe, dahin zu kommen. Also lege ich das Ding mal hier hin. Dann kommt da auch gleich noch so ein Kristall drauf. Und jetzt sollte ich mal versuchen, die Tempel zu erreichen. Das heißt, ich ziehe dann hier die 19 und ziehe dann den erstmal 2 hier hin. Dann ziehen wir hier die 21. Muss natürlich auch mal gucken. Das könnte ich zum Beispiel noch hier einbauen. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Aber ich werfe es mal ab und gehe mit dem hier drauf und
darf mir dann das entsprechende Teil nehmen. Das wäre dann dieses. Und das ist natürlich schon was, wo dann so ein bisschen Konkurrenz reinkommt. Da gucke ich natürlich, was machen meine Gegner. Wenn der jetzt irgendwie einen Weg hat, wo ich sehe, okay, der ist mit Gelb oder der wird mit Braun gleich die wichtigen Punkte erreichen und holt sich da die 5 ab, dann kann ich natürlich auch einfach den Braun hier stehen lassen und sagen, mein Gott, auf die 2 Punkte pfeife ich. Ich hole mir lieber irgendwie anders Punkte. Oder wenn irgendwer anders, wenn es hier irgendwie ein Wettlauf ist, dann muss ich halt sehen, okay, bringt mir das was, hier die 3 Punkte mehr zu haben, oder sammle ich lieber hier unterwegs die Schätze ein. Also da, wir spielen zwar nicht wirklich aktiv gegeneinander, aber man kann schon immer gucken, was machen die anderen, wie sieht das bei denen so aus, welche Tempel können die erreichen, wo macht das für mich Sinn, Ressourcen drauf zu verschwenden, weil es wäre jetzt sehr doof gewesen, wenn ich hier irgendwie 2 Plättchen, die ich für Bewegungspunkte für wen anders gebraucht hätte, ausgeben hätte, um dann vielleicht nur 3 Punkte zu bekommen. Aber die habe ich jetzt erstmal sicher. Den kann ich jetzt übrigens auch immer noch verwenden, der ist nicht raus, zumindest habe ich das nirgendwo in der Anleitung gefunden. Dann ziehen wir das nächste Plättchen, das ist die 27, da ziehe ich den hier einfach mal vor und sammle nochmal den Kristall ein. Dann ziehen wir hier die 18, die spiele ich mal da, ich mache, dass der auch seinen Tempel erreicht, dann bekomme ich noch den nächsten Siegpunkt. Dann haben wir hier noch so eine geile T-Kreuzung, die spielen wir auf jeden Fall. Das macht keinen Sinn. Wenn, dann kann ich ja jetzt noch Gelb zu seinem Tempel bringen. Also spiele ich das Ding mal hier hin. Dürfen wir 3 Felder vorgehen. Das ist natürlich ganz geil. Damit gehe ich jetzt 1, 2, 3, bringe Gelb vielleicht noch zum Ziel und habe noch so ein Gold eingesammelt. Dann dürfen wir nochmal 3 Felder vorgehen. Will ich das? Ich möchte das gerne hier so einbauen. Dann die 2, die möchte ich gerne jetzt abwerfen, um dafür 2 Felder vorzugehen. Habe ich noch ein Gold eingesammelt. Dann haben wir hier die 28, die bringt mir jetzt gerade nicht so viel, also werfe ich die auch nochmal ab, um 1-2 Felder vorzugehen. Jetzt wird schon eng, das hier sind die letzten Plättchen, die es noch gibt. Oder baue ich sie, ich könnte sie jetzt nicht auch geschickt irgendwo einbauen, um noch irgendwo Punkte abzugrasen. Aber das sehe ich gerade nicht, also werfe ich die ab und gehe mit dem hier 1, 2, 3, um vielleicht noch den Kristall hier einzusammeln. Dann kommen jetzt einfach nicht die passenden Plättchen, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Den könnte ich zum Beispiel hier hinlegen, vielleicht kriege ich da noch einen hin, wobei das für 3 Plättchen, die noch über sind, sehr unwahrscheinlich ist. Hier noch eine T-Kreuzung, das heißt, oder ne, keine T-Kreuzung, so eine 4er-Kreuzung, das heißt, den Tempel sollte ich auf jeden Fall auch noch kriegen. Das heißt, jetzt dürfen noch 3 Felder vorgehen, 1, 2, 3. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass Dave schon schneller gewesen ist und ich nur noch den 3er bekomme. Und dann wird das letzte Plättchen gezogen, damit gehe ich 2 vor, 1, 2 und bin dann hier. Und damit wäre das Spiel zu Ende. Ich habe jetzt natürlich alleine gespielt, deswegen fehlt so ein bisschen dieser Wettkampfcharakter, dass wir uns hier um diese Plättchen prügeln und da eben schneller sein wollen als der Gegner. Jetzt würden die Punkte abgerechnet werden. Ich hätte 5, 10, 13. Hier würde ich für jedes Goldnugget 2 Punkte bekommen. Also hätte ich da dann insgesamt 19, 20, 21, 22. Und dann wird einfach geguckt, wer hat die meisten Punkte. Der Spieler gewinnt dann. Und das Spiel ist entweder zu Ende, so wie eben, wenn alle Plättchen weg sind. Oder sollte es irgendein Spieler schon geschafft haben, vorher alle seine 4 Abenteurer zu den entsprechenden Tempeln zu ziehen, dann ist das Spiel auch dann zu Ende, wobei das meistens auch lange dauert. Aber man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass wirklich alle Plättchen gezogen werden. Ja, und so spielt man Karuba und da ist auch wirklich für Abwechslung gesorgt, weil natürlich stehen die Dinger immer in unterschiedlichen Positionen. Die Plättchen, die man zieht, kommen in unterschiedlichen Reihenfolge, sodass man jedes Mal wieder neu gucken muss, welches Plättchen baue ich ein, welches schmeiße ich weg. Prinzipiell wirft man die Kurven gerne mal weg, aber die kann man vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Manchmal braucht man diese 4er- und 3er-Felder auch, um damit einfach schnell seine Figuren vorzuziehen. Und man kann immer wieder ausprobieren, ja, was macht Sinn, sich neue Ideen überlegen und es klappt oder es klappt nicht. Das ist natürlich Pech, wenn irgendwas nicht aufgeht oder entsprechende Teile nicht mehr kommen. Man kann natürlich immer, wenn man der ist, der verdeckt zieht, auch bei den anderen Spielern mal rüber gucken, welche Teile sind überhaupt noch in der Auslage, was kann überhaupt noch gezogen werden. Und so ist es eben ein sehr schönes Familienspiel, weil im Prinzip spielt jeder für sich, jeder muss für sich überlegen und so seinen eigenen Weg finden und seine eigene Strategie rausfinden. Andererseits guckt man aber auch gerade wegen diesen wertvollen Punkteschips auch immer, was machen die Gegner, wie sehen bei denen so die Wege aus und lohnt das jetzt überhaupt noch mit dem Braun vorzugehen oder versuche ich lieber schnell mein Gelben durchzubringen. Und das führte meistens dazu, dass sich jeder so auf eine Farbe versucht festzulegen, wenn das von den Plättchen her klappt und dann da schnell die Punkte abzusahnen und eben unterwegs so viele Schätze wie möglich einzusammeln. Und das war Karuba.
Ich denke, ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn ihr es euch zulegt, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.